du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's wieder mal einen Trading-Tipp und für mehr Trading-Tipps lasst einfach einen Daumen nach oben da und dann starten wir auch direkt rein mit der heutigen Methode. Also, ihr seht schon, wir haben Qualität Silber eingestellt, Position Verteidiger und Liga Bankkomma MX und das geht mit vielen Ligen und zwar zeige ich euch jetzt einfach mal mit welchen Ligen das geht. Bei dieser Methode geht's aber auf jeden Fall mal grundsätzlich darum, Verteidiger aus bestimmten Ligen zu snipen bzw. auf die zu bieten. Meistens geht es dann mit dem Bieten noch besser als mit dem Snipen und ich zeige euch einfach mal die Ligen. Wie gesagt, das sind eben all die Ligen, mit denen diese Trading Methode funktioniert, also einfach die bei Squad Building Challenges unter der Option Ligen vertreten sind, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wenn wir hier drauf schauen, dann sehen wir, dass man die auf jeden Fall alle so für 200 Münzen wegbekommt, beziehungsweise 250 Münzen. Und hier haben wir einfach einen bekommen für 200 Münzen. Was ihr dann machen müsst, ist einfach nur auf den Preisvergleich zu gehen und zu vergleichen, wie viel der Spieler so wert ist, beziehungsweise für wie viel Coins ihr den einfach reinstellen könnt. Und wir sehen hier, dass wir den so für 450 Münzen reinstellen können. Das ist einfach mal ein Gewinn von 250 Coins mit einer einzigen Karte und so geht das halt einfach die ganze Zeit und ihr könnt das eben wie gesagt mit allen Ligen machen und ihr könnt auch darauf bieten und mit bieten geht das meistens noch viel viel besser, als wenn ihr euch die per Sofortkaufpreis kauft. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, ihr seht hier, das sind bei der zweiten Minute ganz ganz viele Spieler einfach auf jede Karte 200 Münzen bieten, denn ihr habt ja vorhin gesehen, dass jede Karte mindestens 250 Münzen wert ist, das heißt ihr könnt da gar keinen Verlust machen. Das ist Traden ohne Risiko, das ist Traden mit viel Gewinn und Traden mit einer sehr sehr leichten Methode. Also wir bieten jetzt einfach mal auf die und schauen dann, wie viele wir bekommen werden und ich schaue jetzt einfach direkt mal nochmal nach, ob da irgendwas drauf gekommen ist und ja, jetzt seht ihr das gerade hier, dass ja eben für 300 man alle wegbekommt, für 250 ist anscheinend gerade nichts auf dem Markt, deswegen gehen wir einfach mal rein in die nächste Liga und das wäre zum Beispiel die Liga NOS, also die portugiesische Liga und hier wäre einer für 200 Münzen, den nehmen wir direkt mit, also das ist wirklich sau einfach, da könnt ihr einfach immer alle Ligen durchgehen und da könnt ihr eigentlich auch unendlich lange traden, denn die Methode, die funktioniert in ganz FIFA 17, die wird immer funktionieren und ja, wir sehen hier, den können wir auch so für 400 Münzen circa reinstellen. Das ist wieder ein Gewinn von 200 Münzen mit einer einzigen Karte. Also für 250 Münzen bekommt man auch hier alle Spieler weg. Dann sehen wir hier schon. Also bis zur fünften Minute oder so sind da ungefähr schon 10 Spieler. Also wieso nicht einfach mal auf jede Karte 200 Münzen bieten? Das funktioniert wirklich leicht und geht extrem schnell. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in eine andere Liga rein und probieren dort dann noch unser Glück. Zum Beispiel in die belgische Liga. Mal schauen, für wie viel die Verteidiger dort weggehen. Ja, da seht ihr es auch schon. Für 300 Münzen bekommt man die dort weg. Und der könnte ein bisschen was wert sein. Ja, okay, 550 wäre sogar ein Schnäppchen, beziehungsweise kein Schnäppchen, aber wäre auch ein Deal gewesen, aber nicht ein perfekter Deal, deswegen mache ich das jetzt einfach mal nicht. Hier seht ihr, bei den belgischen Spielern sind die anscheinend alle ein bisschen mehr wert, aber da könnt ihr, wie gesagt, einfach auch bieten, denn auf die Spieler schaut ja keiner. Jetzt mal ganz ehrlich, schaut ihr oft auf solche Spieler? Nein, und deswegen rutschen da oft welche für 200 Münzen durch, wenn ihr da darauf bietet und deswegen könnt ihr da halt einen guten Gewinn machen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Beobachtungsliste, ob wir da irgendwas bekommen haben und ihr seht es hier, zwei Spieler direkt mal für 200 Münzen bekommen und dann gehen wir wieder einfach auf den Preisvergleich drauf und sehen hier 600, 650 war hier, das heißt, für 400 können wir eigentlich fast jede Karte verkaufen. Also ihr könnt die auch ruhig ein bisschen teurer reinstellen, denn die Preise von den Spielern schwanken halt extrem stark wegen diesen Spot-Billing-Challenges. Den stellen wir auch für 400 Münzen rein und machen wieder einen nicen Gewinn und schauen wir einfach mal, ob wir noch was bekommen haben. Leider nicht, aber ihr seht es hier, das läuft ganz schnell ab und da wird auch nicht wirklich drauf geboten. Also das ist wirklich eine sau einfache Methode, mit der ihr richtig, richtig viele Coins sehr, sehr schnell machen könnt. Und die Methode funktioniert halt wirklich immer und von dem her kann ich euch die wirklich nur ans Herz legen. Und dann schauen wir einfach noch in eine andere Liga rein, vielleicht in die schottische Liga, da ist gerade nichts am Start. Die türkische Liga, die ist auch dabei. Vielleicht ist hier hinten irgendwas dabei für 200 Coins, irgendein gutes Schnäppchen. Jo, der, ja, das wäre nicht wirklich ein Schnäppchen, der ist, glaube ich, nicht so viel wert. Aber auf jeden Fall ist das die Trading-Methode und da könnt ihr, wie gesagt, gute Coins machen. Für 200 Münzen schauen wir jetzt einfach da auch nochmal und da seht ihr es schon wirklich. Da sind ganz, ganz viele Spieler. Einfach 200 drauf bieten, dann auf die Beobachtungsliste gehen, eure Spieler reinstellen. Und das ist die Trading-Methode. Hier haben wir wieder 4 Spieler bekommen. Also es geht auch wirklich sehr, sehr schnell. Wir machen da innerhalb von ein paar Minuten richtig viele Coins gewinnen. Den stellen wir einfach auch für 400 Münzen rein. Und ja, Freunde, falls ihr Fragen habt zu dieser Trading-Methode, dann schreibt mir die natürlich gerne in die Kommentare. Und lasst, wie gesagt, auch einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt,
Und ja, fürs Thumbnail habe ich mir heute extrem viel Mühe gegeben, denn ich habe extra auch noch dieses Bild ausgeschnitten und das dauert ziemlich lange, so ein PNG zu erstellen, wenn man es halt nicht kann, so wie ich. Also ich musste mir da erst Tutorials anschauen und so weiter und so fort, wie man jetzt eigentlich ein PNG erstellt, also eine transparente Datei. Ja, und das habe ich eben gemacht und deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Ganze auch gefällt. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wir stellen hier alle für 400 Coins rein, gehen dann noch auf die Transferliste, schauen, ob sich vielleicht schon was verkauft hat. Ich denke eher nicht, denn diese Spieler verkaufen sich meistens nicht direkt danach, obwohl 400, einen haben wir hier für 450 Münzen verkauft. Ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon die Trading-Methode. Falls sie euch gefällt, wie gesagt, einfach einen Daumen nach oben da lassen. In den nächsten Tagen werden natürlich weitere Videos folgen und ich möchte mich auch bedanken noch für euer krasses Feedback auf die letzten Videos und das ist einfach nur heftig, wie viele neue Abonnenten in letzter Zeit immer dazu stoßen. Und ja, Freunde, dann möchte ich mich bedanken und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.